Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Total War Attila mit den Weströmern. In der letzten Folge haben wir zusammen mit unserer Garnisonsarmee eine komplette alemannische Fullstack zerstört und jetzt wollen wir dasselbe Spiel mit einer maurischen Armee machen, hoffentlich natürlich. Ich sehe meinen Vorteil diesmal in der See, da wir hier besonders gute Einheiten mit dabei haben. Wir haben unsere Galeeren, also unsere Liburnen mit dabei. Wir haben dann noch unsere Plänkler-Liburne und unsere Kampf-Liburne, die mit einem Rambock arbeiten kann. Und ich glaube, der Rambock wird natürlich das Ding entscheiden können. Mit dem versuche ich, die Bogenschützen auszuschalten, die Steinschleuderer, während ich versuche, mit meiner Galeeren-Liburne mir die Legionäre zu schnappen, um die auszuschalten, denn die müssen auch weg. Unser Vorteil ist auch, dass sie alle seekrank sind. Das verschafft uns deutliche Vorteile im Nahkampf und in der Moral, was uns leichter macht, diese Einheit noch auszuschalten. Gut, ich würde sagen, wir spielen das Gefecht jetzt hier selber. Müssen das Ding versuchen zu gewinnen. Er hat größtenteils Kavallerie. Seine größte Bedrohung sehe ich in seiner Plänkler-Kavallerie, die er mit dabei hat. Die wir hier drüben sehen. Da. Das ist so die größte Bedrohung, die ich drin erkenne. Der Rest an seiner Kavallerie sollte relativ leicht auszuschalten sein. Betonung liegt auf relativ, weil wir wissen ja, wie schwer das sein kann manchmal. Wir müssen auch hoffen, dass jetzt wirklich alles passt, Leute. Aber ich sehe schon, diese Stadt gefällt mir zur Verteidigung, denn die ist mit einem sehr starken Hügel begünstigt und generell guten Positionen. Also das gefällt mir. Und seine Armee, seine Flotte könnte nur von zwei Stellen gleichzeitig kommen, was auch gut ist für mich. Also die Stadt gefällt mir wirklich. Es gibt zwei Wege. Einmal den hier unten, der gehen kann, wenn er will, und den hier oben. Mit den hier drüben halten, dann haben wir das Ding gewonnen. Der ist dann so einfach zu halten. Also da mache ich mir echt keine Sorgen. So, ich musste versuchen, dass ich meine Exploratoris gescheit einsetzen kann, um die Einheiten auszuschalten, die wichtig sind von ihm. Und wir wissen ja, wie das alles dann abläuft. Wir haben ja schon einige solche Garnisonsschlachten geschlagen. Ich will nicht wissen, wie viele ich davon schon geschlagen habe. Ich wette, das sind mehr, als ich überhaupt bis jetzt jemals gespielt habe, in jedem anderen Total War Teil davor, mit Garnisonsarmeen. Nein, Shogun könnte da gut mithalten, aber mit Rom 2 habe ich sowas auch nicht gemacht. Aber immerhin sehen wir jetzt, dass ich auch lohnen kann. Okay. Ach, Regen ist nicht schön. Das ist aber schön hier. Alles schön gestaucht an einem Plätzchen. Drüben ist noch ein bisschen was. Stimmt, das ist wieder schwer. Okay, hier sind die ganzen Fernkämpfer. Das sind die, die ich ausschalten möchte auch. Okay, die möchte ich ausschalten hier. Dann wissen wir schon mal, worauf wir gehen werden. Wir bauen dann noch hier drüben eine Barrikade. Artillerie sein. Okay. Das muss mit der Kavallerie austricksen, dass ich die hier hinten kriege. Gut ist, dass es regnet, da werden die Sachen schlechter angezündet. Ich nehme stark an, dass ihr von hier kommen werdet. Okay. Und ich schicke mal hier bitte. So. Hier hin, oder? Nee, eigentlich möchte ich euch hier drüben lieber sehen. Ich möchte ja gerne möglichst viel vom Hügel noch haben, nicht, dass sie mich hochpushen können. Na gut, müssen wir doch damit leben hier. Die Kavallerie werde ich nach hier hinten stellen. Ich versuche hier hinten rum zu lotsen auf die Artillerie selbst. Und euch halte ich erstmal noch hier oben. Man weiß nie, was passiert. Gut, unser Fokus liegt anfangs natürlich erstmal hier auf der Flotte, die wir einsetzen können. Ich muss hier den Trupp da außen catchen. So. So. Mit dir versuchen wir mal hier drüben ein bisschen zu blocken. Es wird knifflig. Wir müssen mich echt viel mit Timing achten. Der Feind wurde gesichtet.
Super, das ist gut. So, das wird sein Schiff versenken hier drüben, Leute. Super, da sehen wir es schon. Und schnell wieder raus hier. Okay. So. Ganz kurz. Tut mir leid, dass ich das mal machen muss, aber die Sicht ist einfach so scheiße. Da muss ich das sogar mal machen. Gut zu sehen ist, dass er ganz schön viele Legionäre verliert dabei. Das gefällt mir. Gehen wir mal weiter, bitte. Und wir laden hier drüben nochmal nach. Du rammst mal hier drüben, bitte. So. Okay. Schnell rüber, bitte. Super, die wanken. Die Steinschleuder haben fast keine Munition mehr, was auch gut ist. Wir schnappen uns jetzt da drüben nochmal die Bogenschützen, bitte. So, wie lange gilt das? Zwei. Ah, es wird echt eng. Wir auch kriegen können. Okay. Er möchte den Turm zerstören hier drüben. So. Was machst du da? Du musst den ja drüben schnappen. Ja, der will mich jetzt hier catchen hier drüben wahrscheinlich. Jetzt bin ich auch ziemlich langsam gerade. Für 10 Sekunden noch. Du bist schön schnell, das finde ich gut. Du lädst mit danach. So. Okay, was kämpft hier drüben? Gepanzerte Kamelkrieger, das ist nicht schön. Die haben ordentlich Power, wie ich sehe. Du machst die Artillerie hier drüben fertig, super. Du machst bitte die Bogenschützen fertig, geile Sache. Und die Steinschotter bitte auch nochmal gleich hinterher. Da kommen jetzt auch die ersten Infanteristen, Leute. So, wir gehen jetzt mal bitte hier rüber. Ja, das gewinnt meine Infanterie hier locker. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den da drüben noch. Die Wüstenlegionäre leiden hier auch herbe Verluste. Finde ich gut. So, der Trupp wankt. Dann laden wir nach, Leute. So, die Legionäre sind an Land gegangen, aber die sind ziemlich stark angeschlagen. Meine Legionäre hier drüben sollten das packen können. So, schnapp dir bitte mal die gepanzerten Kamelkrieger hier drüben. Ah, komm schon! Du schaffst es ganz knapp nicht mehr, oder? Nee. Das Schiff hat frische Munition geladen. Ha! Leider nicht mehr, schade. Du musst hier drinnen unterstützen, bitte. So, wir schalten wieder den Beschuss hier drüben aus. Da läuft es langsam. Die Onaga kommt jetzt von da drüben auch gleich. Ja, das sollte jetzt hier den Truppen ein bisschen zum Wanken bringen, eventuell. Okay, wir schicken dich hier drüben bitte an Land. Alter, der Trupp hält sich so wacker hier. Ist auch eine sehr schwere Nahkampfkavallerie, Tier 2, Alter.
Das hört natürlich rein hier. Da können meine Einheiten hier nicht mithalten. Ich habe nur Tier 1 Einheiten. So, hier drüben können wir nochmal ein bisschen unterstützen. Es gefällt mir jetzt nicht, dass er die hier sandwicht. Schick die schnell raus, bitte. Ah, jetzt wankt der Trupp. Meiner natürlich auch, na klar. Super. Wir unterstützen hier drüber und schießen mal schön den Rücken rein. Ist nur ein Mann. Der packt es nicht. So, euch schickt mein Rücken rein. Müsst ihr schön reinpfeffern. Gleich machen wir enormen Schaden hier gleich. So. Das hat natürlich wehgetan jetzt hier. Ist schön. 70 Kills hast du schon. Das ist gut. So. In den Rücken mit dir. Komm mal schnell rein mit dir hier, bitte. Wie lange hält die Barrikade aus? Er hat gerade 3% verloren. Ah, wir haben uns aber insgesamt ganz gut gehalten. Er hätte doch ziemlich herbe Verluste einstecken müssen. Super. Hier drüben wanken die sogar noch schon. Cool. Ja, der ist weg. So. Einer ist noch geflohen hier drüben. Super. Die Plünderer der Wüste. Spul mal vor, wir können es hier nichts mehr machen gerade. Die werden jetzt auch gleich fliehen hier drüben. Dann ist hier drüben auch Ende. Aber die Quarter hat eine Menge gekillt. Die berittenen Plänkler der Wüste hier drüben werden auch bald fliehen. Der Trupp hier hat nochmal ordentlich gekillt. Oder? Ne, hat er gar nicht. Na gut. Hat sich auch nicht mehr viel gelohnt. Aber der Trupp flieht nochmal hier. Super. Der steckt ja noch ordentlich ein. Erstaunlicherweise hätten sich Exploratoren so extrem lange. Ja, und ich habe wieder den Rücken rein hier, bitte. Ja, jetzt geht's hier langsam zu Neige. Jetzt geht's hier langsam zu Neige. Aber die halten sich immer noch, ey. Die wollen wirklich so viele mitnehmen, wie nur möglich. Das finde ich cool. Ja, jetzt geht's zu Ende. Der General ist tot. Ja. Gut, wir haben so viele Männer mitgenommen. Das ist schon ziemlich bitter für ihn. Die Niederlage, also der Sieg hier. Definitiv ein Pyrosieg für ihn. Das haut schon rein. Der hat ja keine Kavallerie mehr übrig, außer den Eintrupp hier drüben. Sein General hat noch überlebt. Hier drüben seine ganzen Fernkämpfer sind alle gestorben durch meine durch meine Flotte. Ärgerlich ist das hier drüben natürlich. Ich hätte dann doch lieber in den Rabok reingehen sollen und mit den Seesoldaten lieber auf andere Leichteinheiten gehen sollen. Hätte sich wahrscheinlich mehr gelohnt, aber immerhin ein Großteil von ihm ist verreckt durch meine durch meinen Rammbock. Durch mein Rammschiff. Er hat mal eben mehr als die Hälfte seiner Armee dadurch verloren. Das ist auch nicht schlecht und schade ist auf jeden Fall, dass wir nicht mehr schaffen konnten. Glorreich war die Niederlage auf jeden Fall. Viele Infanteristen hat er verloren. Das ist, ich bin alles in allem eigentlich ganz zufrieden. Wir haben mehr nicht reißen können. Mehr ging kaum noch. Sag ich mal. Es ging noch was, aber kaum noch. Und das stellt mich so weitestgehend zufrieden, dass ich heute Nacht gut schlafen kann. Das ist schön. Das ist definitiv schön. Mal sehen, was jetzt noch im Laufe der Runde passiert. Wer noch alles was zu sagen hat, diese Runde. Denn immerhin, wir haben jetzt schon 3 Schlachten diese Runde geschlagen. Mal sehen, was noch alles kommt.
Hoffentlich plündert er nur und haut wieder ab danach. Ja, er plündert nur. Super. Das ist cool. Das stimmt mich zufrieden, denn dann kann ich da nochmal drüber angreifen. Das ist gut. So, Makran und die Ostromer prügeln sich hier unten und Ostrom verkackt dabei natürlich. Ach, die Separatisten und lauter Rebellen, okay. Einige Rebellenschlachten haben wir jetzt hier zu schlagen, diese Folge. Ballistari hat dann dabei. Ausgedehnte Verteidigung. Ja, habe ich ja nur eine Onaga-Bastei. Ich meine, das ist ein Exploratoris und das hier drüben sind Kundschafter-Equites. Auch das ist Stoff für die nächste Folge, Leute. Auch wenn der Part recht ein bisschen früh endet, aber es tut mir leid. Das werden wir nächste Folge machen. Wir müssen die Schlacht hier gewinnen. Aqual 6DI möchte ich auf gar keinen Fall verlieren. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Was mir jetzt noch wichtig ist, ist eure Meinung. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Auch Tipps, Kritik und Anregungen sind immer erwünscht. Also rein damit. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn mir einen Daumen nach oben gibt und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Und in dem Sinne verabschiede ich mich wieder von euch, Leute. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.